Ich mache jetzt mal ein schneller Foodhaul. Es gibt bei mir Irene unter 7 Minuten. Yeah! So, das ist ja auch nicht ganz so viel, was ich gekauft habe. Ne? Und wie gesagt, knapp 52 Euro. Ja. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxen, Welt und Meer. Ja, wie ihr seht, sitze ich jetzt mal wieder in einer anderen Location mit euch, beziehungsweise die Location ist dieselbe. Ich bin zu Hause. Aber so habt ihr auch mal einen Blick in meinen Garten. Ich war bei Penny einkaufen für 51,88 Euro. Jetzt gucken wir mal, was ich denn dafür bekommen habe. Die Preise blende ich euch, ihr wisst es ja, da unten ein. So, ich bin jetzt heute nicht regional einkaufen gewesen. War mir aber jetzt auch heute einfach mal nicht nach. Die standen gerade da, die Erdbeeren für 1,11 Euro im Angebot. Und ich habe mir dann gedacht, es haben die anderen auch noch nicht umgebracht, warum soll ich davon sterben? Also wurde das jetzt gekauft. Dann für meinen Mann 6-mal die Buttermilch. Die war nämlich jetzt für 39 Cent im Angebot. Und da habe ich gedacht, da lege ich doch mal los. Das ist ein bisschen unpraktisch, ne? Dass ich nicht daran gedacht habe, dass ich die Sachen auch wieder auf den Boden stellen müsste. Das kriegen wir alles schon so hin. Ihr seht mich jetzt mal links und rechts hier turnen. Aerobic mit Irene. Ist doch auch mal was, oder? Ich mache was für meine Schulter-Nackenmuskulatur. Dann kann es ja nicht von hier oben einfach runterplumpschen lassen. Das geht ja nun auch nicht. So, dann hatte ich 2-mal Ayran mitgebracht. 1-mal. Und 2-mal. Dann für mich völlig neu, aber ich möchte mal ausprobieren, Food for Future. Ich hatte die Marke schon mal gehabt und ich weiß, es war gräuslich. Nicht, weil es vegan ist, es war einfach die Marke. Ich gebe denen jetzt aber noch mal eine Chance. Und zwar haben die eine rein pflanzliche, vegane Fleischwurst. Und da war halt für mich einfach interessant, dass die in 100 Gramm gerade mal nur 10,5 Gramm Fett haben. Und die meisten haben ja mehr als das Doppelte. Deswegen wollte ich die einfach mal ausprobieren, weil blöderweise hat Penny, glaube ich, meine Rügenwalder Aufschnittwurst aus dem Programm genommen. Zumindest hier bei uns war nichts mehr. Muss ich mich dann echt mal umorientieren. Dann leichter Genuss, Delikatesse Rohschinken gewürfelt. Delikatesse Hinterkochschinken mit Kürbiskernen. Ihr wisst, den nehme ich schon mal ganz gerne, wenn ich jetzt hier am Stramm Max mache oder auch für mich einfach so als Aufschnittwurst. Genau wie dann den Schweinebraten. Und jetzt war A in der Aktion und B dann auch nochmal 30% reduziert. Schweine-Mini-Schnitzel. Und da habe ich gedacht, bis zum 29. kannst du sie mitnehmen. Und dann habe ich mir geholt, und deswegen mache ich gleich zwischendurch auch Stopp, damit das mal ganz schnell dann in die Tiefkühlung kommt. Die hatten nämlich jetzt das Eis im Angebot für 1,99. Da habe ich gedacht, da schlagen wir doch mal zu. Weil wir sind die Fraktion, wir können Sommer wie Winter Eis futtern. Und zwar vegan Sea Salt Karamell. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ist halt jetzt egal, ob vegan oder nicht. Wir gehen halt einfach um, nee, Salted Karamell, ihr wisst es. Ne? Dann noch nie gegessen, Daim Karamell. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob nachher alles da oben an der Zunge kleben bleibt. Naja, an der Zunge, an den Zähnen. Dann auch noch nie gehabt, Magnum Collection White Chocolate and Coconut and Almond. Also Kokosnuss und Mandel. Ich doch mal von mega an und weiße Schokolade. Und dann Milka 4-mal Vanilla und Chocolate Swirl. Ich bin gespannt. So, machen wir jetzt schnell. Komm, ich mache schnell in einem durch. So viel ist hier in der anderen Tüte nicht mehr. Und zwar 4-mal Haferflocken und 4-mal Chai Weltmeisterbrötchen. Da ich mir die Tage noch Spargel holen werde, gab es dann auch Spargelkartoffeln. Ich habe jetzt noch nie verstanden, was wirklich dann der Unterschied ist, warum die jetzt besser sein sollen, weil Spargelkartoffeln sind fein und delikat. War mir aber egal, die waren jetzt im Angebot für 1,69, glaube ich. Deswegen habe ich die mitgenommen. So, dann Penny Ready Reibekuchenteig. Habe ich ja schon mal öfters erzählt. Ich liebe das. Ich habe mir eine ganze Zeit lang in der KitchenAid dann immer brav alles selber angerührt. Mittlerweile nehme ich schon mal ganz gerne so einen Pott oder habe den als Reserve da. Mache dann noch meine Gewürze dabei, die ich mir so besorgt habe. Und dann ist das auch sehr lecker. Dann habe ich Frischkäse leicht.
war auch im Angebot diese Woche, die Kerrygold Extra. Ja, ich sage jetzt diese Woche, ich muss jetzt mal gucken, ob ich euch das Video jetzt dann irgendwie auch nochmal wieder zwischendurch hochlade. Ich habe eigentlich viele Videos jetzt am Start, müsste eigentlich 2 Videos am Tag bringen. Das finde ich wiederum für euch eigentlich ätzend. Aber auf der anderen Seite ist es ein Vorteil, damit ihr wisst, was es jetzt noch im Angebot gibt. Es ist ein Dilemma, ich muss mal gucken, was ich mache. Sauce Légère Hollandaise. Dann 2x Uncle Ben's. Ach nee, man darf ja nicht mehr Uncle Ben's sagen, da war ja was, genau. Ben's Original Risi Bisi. Und Ben's Original Basmati und Jasmin Reis. Junge, Junge, sagen wir nichts mehr jetzt. Dann für meinen Mann 3 noch sehr grüne Bananenchen, damit er da auch die Woche noch was von hat. Dann American Sandwich. Und das letzte Produkt. Bäckerkrönung Bauernschnitten. Kräftig. So, das war mein Einkauf. Ich bringe den jetzt mal ganz, ganz flott rein. Gesamt Summe, die ich ausgegeben habe, blende ich euch natürlich auch ein. Ich mache jetzt mal ein schneller Food Haul. Es gibt bei mir Irene unter 7 Minuten. Yeah! So, das ist ja auch nicht ganz so viel, was ich gekauft habe. Ne? Und wie gesagt, knapp 52 Euro. Ja. Also deswegen sollte ich es diese Woche tatsächlich nochmal gebracht haben, habe ich es nur gemacht, damit ihr rechtzeitig nach Penny kommt, um das dort einzukaufen. Also bitte lasst mir meinen Kopf dran, weil ich 2 Videos am Tag mache. Aber das ist dann wirklich, damit ihr die Angebote mitkriegt. Tschüss!